Ich wollte nie schockieren, ich wollte mit meiner Arbeit Intensität bewirken. Dieses Zitat wird Hermann Nitsch zugeschrieben und beschreibt sein Leben wirklich vortrefflich. Es ist wirklich ein ganz großer von uns gegangen, nun mit Hermann Nitsch, der 83-jährig verstorben ist. Ich fasse ganz kurz sein Leben chronologisch zusammen, denn das war durchaus spektakulär und auch revolutionär. 1938 hat Hermann Nitsch in Niederösterreich das Licht der Welt erblickt, wo er auch aufgewachsen ist. Direkt spektakulärer wurde es dann in den 60ern, wo er mit seiner Kunst weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Er hat nämlich mit Tierkadavern, mit Eingeweiden und mit Blut hantiert und Kunst gemacht. Generell hat er auch in seiner Kunst einen ziemlichen holistischen, ganzheitlichen Ansatz verfolgt, indem er in seinen Performances es geschafft hat, dass er Musik, dass er Kunst, dass er verschiedene Dinge miteinander mixt und so eine völlig neue Form sogar von Kunst auch tatsächlich erschafft. Dann war es soweit in den 1990ern, da kündigte er zuerst das Sechstagespiel an in Prinzendorf. Da gab es dann heftige Kritik auch von Tierschützern, eben daraus, dass er eben mit Tierkadavern, mit Eingeweiden und mit Blut seine Kunst performt hat. 2007 war es dann soweit, auch in Niederösterreich in Mistelbach. Da wurde sogar das Nitsch-Museum offiziell eröffnet, das ihn gewürdigt hat. Und 2019 direkt auch in der Albertina, da gab es dann eine eigene Ausstellung auch von ihm. Diese Ausstellung in der Albertina, wo ich mich hier auch befinde, wie in meinem Hintergrund erkennen kann, das ist dann diese Ausstellung Nitsch, Räume aus Farbe. Innerhalb dieser Ausstellung wurden dann seine bekanntesten Werke gezeigt. Es wurde sein Leben gezeigt, wie es auch geschafft hat, tatsächlich, wie erwähnt, weltweit bekannt zu werden. Und in weiterer Folge dann auch mit seinen ganzen Skandalen, mit seiner Umstrittenheit, es geschafft hat, mehr als nur zu polarisieren. Nun ist Hermann Nitsch also von uns gegangen. Dieses Sechstagespiel, das in den 90ern eben auch heftig kritisiert wurde, das wäre letztes Jahr nochmal aufgeführt worden. Das fand allerdings Covid-bedingt nicht statt und wurde auf dieses Jahr verschoben. Auf den Sommer Näheres weiß man genau noch nicht. Auch nicht, ob jetzt diese gesamte Ausstellung postmortem noch stattfinden wird. Was allerdings ganz sicher ist, ist, dass ein großer von uns gegangen ist.